Die Lebenszeit von Citroëns C4 Picasso und Grand Picasso ist in absehbarer Zeit zu Ende. Grund genug für die Franzosen, schon mal einen Ausblick auf die Nachfolgemodelle zu geben. Die Studie Technospace baut bereits auf der neuen modularen Plattform EMP2 auf. Das heißt, weniger Raum für Technik, mehr für die Insassen. Die kommen außerdem in den Genuss von reichlich Glas um sich herum. Die weit ins Dach gezogene Windschutzscheibe tut ihr Übriges. Das Design des 4,43 Meter langen Technospace ist extravagant. Extrem schmale Schlitzscheinwerfer fügen sich in eine lange Chromspange ein, in deren Mitte der Doppelwinkel glänzt. Die Rückleuchten hingegen sind weniger innovativ und erinnern stark an die des VW Golf 6. Zu den Motoren schweigt sich Citroën wie auch zum Preis noch aus.